Michael, aufgestiegen. Wie sind die Emotionen mal wieder nach dieser doppelten Krönung? Ja, wir sind mega froh, dass wir das jetzt gepackt haben in der Relegation. Noch nach dem Pokalsieg haben wir jetzt das zweite Krönchen aufsetzen können mit dem Aufstieg in die Kreisliga. Und wir sind mega happy und heute Abend lassen wir es noch krachen. Das ja, werden wir noch ein bisschen feiern. Werden die Feierlichkeiten genauso groß sein wie nach dem Pokalsieg? Was war die wichtigere Krone? Was meinst du? Ja gut, Pokalsieg, sage ich mal, war jetzt nicht ganz so wichtig wie der Aufstieg. Dementsprechend wird es heute auch nochmal krachen, ja. Wie habt ihr es heute geschafft, euch den Aufstieg zu sichern? Ja gut, ich denke, den Grundstein haben wir gelegt im Hinspiel, als wir 3:0 gewonnen haben, wo das Spiel auch noch ein bisschen höher ausfallen hätte können. Heute das Wetter war jetzt heute ein bisschen wärmer als am Mittwoch und klar, der Platz auch größer. Die Spieler haben mehr laufen müssen, hat mehr Kraft gekostet, aber wir haben es gut verteidigt hinten raus. Die Germania hat jetzt nicht schlecht gespielt und war trotzdem immer gefährlich, auch wieder durch Standards, wo sie dann auch das 1:0 machen, kurz vor der Halbzeit. Wir haben es dann letztendlich geschafft, noch den Ausgleich zu erzielen, haben auch in der ersten Halbzeit schon wieder die erste halbe Stunde gute Chancen gehabt, ein Tor zu erzielen, haben es leider nicht geschafft, das ins Netz unterzubringen und dann hat halt der Elfmeter herhalten müssen und ja, hinten raus hätten wir dann durch Kontersituation auch noch das eine oder andere Tor schießen können, aber Germania war trotzdem ein guter Gegner und haben zu Recht auch Relegation gespielt und auch nochmal ein Lob an die Mannschaft von Germania. Die haben eine gute Runde gespielt, denke ich, und können trotzdem positiv in die nächste Runde starten. Habt ihr euch anders auf das Spiel eingestellt, da ihr ja mit einem 3:0 aus dem Hinspiel hergekommen seid? Nee, wir haben von Anfang an gesagt, die erste Halbzeit ist gewonnen jetzt, aber jetzt im Rückspiel fängt die zweite Halbzeit an und dementsprechend haben wir die Jungs vorbereitet die Woche über. Wir sind mit 0:0 ins Spiel gegangen, haben uns dann teilweise schwer getan vor dem Tor. Hinten sind wir eigentlich gut gestanden. Ja, wir wollten halt auf jeden Fall gewinnen hier oder zumindest nicht verlieren und das haben wir erreicht. 1:1 reicht auch und so passt es. Der Aufstieg in die Kreisliga Karlsruhe steht ja jetzt fest. Kannst du uns dann einen Ausblick auf die nächste Saison in der höheren Liga geben? Ja gut, wir haben uns auf ein paar Positionen verstärkt schon bereits und wir wollen natürlich auch da erfolgreichen Fußball spielen, offensiven Fußball. Wir wollen uns da nicht verstecken, wir greifen da an und ich denke, gesichertes Mittelfeld ist allemal drin und deswegen geben wir da auch von Anfang an Gas. Michael, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für das Interview. Viel Erfolg und frohes Feiern. Okay, merci.